Tag zu dem Thema Risk of Ruin bzw. Risikomanagement. Und wir werden uns bei einer ziemlich interessanten Frage heute finden. Eine interessante, wirklich spannende Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Interessanterweise aus der Überschrift des Vortrags, aber gar nicht so wirklich hervorgeht. Ich werde aber gleich zeigen, was genau dieses sogenannte Risk of Ruin mit dem Kriterium, was ich vorstellen werde, zu tun hat. Und zwar wollen wir uns der Frage widmen, wie Sie dem Risk of Ruin in Ihrem Trading entkommen können. Risk of Ruin, was bedeutet das? Das bedeutet, das Risiko, dass mein Trading-Konto einen bestimmten Kapitalrücksetzer sieht, im ärgsten oder schlimmsten Fall tatsächlich vor die Wand gefahren wird. Das ist dann der Moment, wo der sogenannte 100%ige Drawdown erreicht wird. Gilt es zu vermeiden. Dieses Kriterium vermeidet es tatsächlich. Es vermeidet allerdings nicht, dass es zu großen Rücksetzern kommt. Das kann ich schon bereits vorwegnehmen. Bevor wir beginnen wollen, ganz wichtig, ganz besonders in dem Zusammenhang, der Risikohinweis. Pitman ist ein FCA-regulierter Broker. Infolgedessen müssen wir so oder so, egal welches Thema wir heute hier abarbeiten, uns diesem Risikohinweis widmen. Der Tatsache, der Handel mit diesen CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Ganz besonders wichtig ist es, dass man versteht, dass das rein informative, informelle Zwecke hier erfüllen soll. Also wenn Sie jetzt aus diesen Ausführungen meinerseits einen Rückschluss ziehen, sich zum Beispiel die vorzustellende Formel dokumentieren und dann sagen, genau so berechne ich in Zukunft meine Positionsgröße, machen Sie sich bitte klar, dass das nicht der heilige Gral ist, der vor Verlusten schützt, tatsächlich sogar dafür sorgen kann, dass Verluste regelrecht ausufern. So, das überrascht jetzt gerade. Ich bin offensichtlich nicht daran interessiert, in irgendeiner Form jetzt während der nächsten 45, 60 Minuten etwas zu erzählen, wie man Verluste begrenzen kann, sondern wir nähern uns heute mal der Thematik Trading von einer etwas anderen Perspektive. Am Ende werden wir es relativieren, versprochen. Nichtsdestotrotz, das ist schon mal so ein kleiner Hinweis, wo das uns hinführt. So, das ist meine Person, steht mein Lebenslauf. Wer sich dafür interessiert, der kann mir gerne eine Mail schicken, dann kopiere ich das. Wir wollen es, wie gesagt, erstmal oder jetzt primär einem wichtigen Thema widmen, nämlich den drei Säulen profitablen Tradings. Es ist nicht so, dass ich diese drei Säulen erdacht habe, aber es ist so, dass ich über die Jahre hinweg durch mein Studium der Märkte, durch Literatur, durch Austausch mit Tradern und natürlich auch mein eigenes Trading festgestellt habe, dass offensichtlich Trading auf diversen Säulen aufbaut. Interessanterweise, vielleicht soll ich ein bisschen ausholen. Es gibt eine sehr, sehr gute Buchreihe, die ich Ihnen empfehle, und zwar Magier der Märkte von Jack Sporger. Das ist eine Interviewserie. Da hat er erfolgreiche Trader interviewt und hat dann diese Interviews einfach in schriftlicher Form dann verfügbar gemacht. Und das Interessante ist, wenn man diese Interviews liest, dann wird man feststellen, dass eben im Großen und Ganzen immer wieder auf die gleichen Aspekte hingewiesen wird. Auf drei Säulen hingewiesen wird. Zum einen ist es die Säule Risiko- und Money Management, dann die Säule Trading-Psychologie und dann die Säule das Handeln einer vorteilhaften Handelsstrategie, also Identifikation einer solchen und dann das Handeln einer solchen. Und auf diesen drei Säulen baut dann eben entsprechend profitables Trading auf. So, jetzt ist es ganz interessant, wenn man sich dieses Konstrukt anschaut, dann denkt man vielleicht, naja gut, jetzt mal angenommen, weil plump gesprochen, man kann die natürlich beliebig austauschen und anders anordnen, aber nehmen wir mal den Button Trading Psychologie raus. Man nimmt diese Säule, zieht die einfach raus, dann haben wir immer noch zwei Säulen, eine rechts, eine links, Risk Money Management, vorteilhafte Handelsstrategie. Das heißt, wenn ich mich mit einer Gegebenheit abfinde, zum Beispiel riskiere maximal 1% deines Trading-Kapitals, klassische Regel, die man in jedem Buch, in jedem Forum irgendwo lesen kann. Und ich habe zudem eine vorteilhafte Handelsstrategie. Davon gibt es ja diverse, sogenannte, ich nenne sie immer Basisstrategien, die es dann beliebig anzupassen gilt im Großen und Ganzen. Also eine Basisstrategie hat bereits einen sogenannten positiven Erwartungswert, also man verdient damit Geld, wenn man die einfach nur so umsetzen würde. Vollautomatisieren, ich lasse die durchlaufen, sie verdienen Geld. Unabhängig natürlich jetzt von irgendwelchen möglichen Kapitalrücksetzern, ausgeben oder nicht abhängig davon, wie groß die Performance unterm Strich ist, sondern sie ist einfach nur profitabel. Das heißt, sie verdient, wenn ich sie langfristig trade, Geld. Und jetzt ist es in dem Zusammenhang eben so, wenn ich dann die Risiko-Money-Management-Parameter ansetze oder anpasse auf meine Bedürfnisse und ergänzend hierzu diese Strategie habe, dann ist ja eigentlich alles klar. Dann kann
ja nichts mehr schief gehen. Dann könnte ich zum Beispiel sagen, naja, mentale Stabilität im Trading ist jetzt nicht so meins, ich werde immer nervös, deswegen, also wenn ich diskretionär handle, deswegen gehe ich einfach dann in den vollautomatisierten Bereich, habe irgendwie einen sogenannten Expert Advisor, das ist also ein vollautomatisierter Handelsansatz, den kann ich auf meinen MT4 in dem Fall zum Beispiel draufsetzen, der setzt die Handelssignale um, macht das vollautomatisiert und alles ist gut. Das Interessante ist, dass das weit, weit weg ist von der Wahrheit. Also vollautomatisierter Handel ist kein heiliger Gral im Sinne von, dass er mich zum Beispiel, oder keine Absolution im Zusammenhang mit der Trading-Psychologie. Das bedeutet, dass selbst wenn ich weiß, dass die Strategie profitabel ist und ich nur auf den Knopf drücken muss, trotzdem Zweifel aufkommen. Und ich diese Zweifel dazu führen, dass ich dann ab und an sage, naja, ich habe jetzt 4, 5 Mal in Folge verloren, das System hat dieses Signal umgesetzt, ich habe verloren, also setze ich das System beispielsweise aus. Die Marktbedingungen passen halt gerade nicht so. Das ist ein einfaches Beispiel. In dem Zusammenhang eine Geschichte, die hatte ich gestern schon erwähnt, und zwar die Geschichte von den sogenannten Turtle Tradern. Die haben Sie schon mal gehört? Kennt jemand von den Turtle Tradern? Ja, nein, ein. Oh, interessant. Okay. Also, Turtle Trader, das geht zurück auf ein Experiment, was zwei dieser sogenannten Magier der Märkte von Schwager interviewt, Richard Dennis ist der eine und William Eckert, erdacht haben. Die waren auf einer Geschäftsreise in Singapur und haben dort jemanden gesehen, der auf der Straße Schildkröten gezüchtet hat. Und dann sind die beiden als Trader zur Frage gekommen oder über die Frage gestolpert, logischerweise, ist es eigentlich möglich, profitable Trader zu züchten? Und dann haben die gesagt, wisst ihr was, wir machen mal Folgendes, wir schalten eine Annonce und suchen Interessenten, unabhängig von ihrem Background, ob es Akademiker sind, ob es einfache Arbeiter sind, vollkommen egal, und fragen uns oder wollen herausfinden, ob wir die zu profitablen Trader machen können. Und dafür haben wir die dann mit Risikokapital ausgestattet, Größenordnung X, weiß nicht, wahrscheinlich irgendwie so $100,000 oder sowas, haben denen ein Handelssystem gegeben, ein Trendfolgesystem, und dann haben sie gesagt, handeln dieses System. Relativ trivial eigentlich. Interessanterweise hat sich am Ende herausgestellt, dass von diesem Korb an Tradern, der dort gezüchtet werden sollte, nur 10%, ich glaube sogar weniger, profitabel waren. Die hatten ein klares Regelwerk, die hatten kein Risiko mit eigenem Kapital und sind dennoch nicht profitabel geworden. Die haben kein Geld verdient, also die Mehrzahl der Trader. Und die haben dann zum Beispiel bei dieser Umsetzung des Handelssystems, das ist ein System gewesen, das ging darum, den Bruch auf neue 20 Tage hoch zu kaufen oder zu verkaufen, dann entsprechend den Stop zu setzen. Also klassischer Trendfolgehandel. Und ist wirklich einfach duplizierbar, nicht schwierig zu verstehen. Du hast im Grunde genommen nur dieses System, du weißt, wo deine Order liegt, also Entry Order, du hast dein Stop-Level fertig. Also du musst nicht nachdenken, das wird dir alles abgenommen. Und trotzdem gab es dann immer wieder diese Intervention, dass es ist, ja, der Markt ist jetzt schon so weit gelaufen, ich sollte das Signal, long, short, je nachdem, nicht nehmen. Was natürlich dann unterm Strich nicht wirklich profitabel war langfristig und dann dazu geführt haben, dass die tatsächlich durch ihre diskretionären Interventionen konnten, dezimiert haben, vor die Wand gefahren haben. Der Kehrseite, die sich an die Regeln gehalten haben, haben dank der sehr günstigen Marktumfälle damals zig Millionen verdient. Und schreiben heute Bücher, Curtis Faith zum Beispiel ist einer. Schreiben nicht nur Bücher, die geben auch ihr Wissen so auf die Lieder natürlich. So, also auf jeden Fall, was ich damit zeigen möchte oder sagen möchte ist, es ist nicht damit getan, einfach zu sagen, hier ist die Strategie, hier hast du die Risikoparameter und handel das einfach, das funktioniert schon. Das wird nicht funktionieren, denn diese Säulen sind alle sehr eng miteinander verwoben. Oder nicht nur eng miteinander verwoben, sondern wir machen das gleich mal so klick, 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 sondern die spielen unterirdisch sehr stark miteinander zusammen. Das heißt, nehme ich eine Säule raus, reiße ich im Grunde das gesamte Fundament dieser drei Säulen raus und das Fundament profitable Trading fällt in sich zusammen. Und ich habe jetzt hier mal Folgendes gemacht, und zwar, also zusammengefasst, beherrscht der Trader einen Bereich nicht, beziehungsweise vernachlässigt diesen, bricht das gesamte Fundament eben Trading, fundamental oder profitablen Trading in sich zusammen. Und jetzt habe ich mal einige Beispiele dafür, wie diese einzelnen Säulen zusammenspielen. Also nehmen wir zum Beispiel mal das Beispiel Risiko Money Management und Trading Psychologie. Das ist tatsächlich eigentlich sofort in sich schlüssig und trivial fast schon. Ja? Es ist klar, und das kann jeder nachvollziehen, dass eine adäquate Position oder generell die Positionsgröße Auswirkungen auf meine mentale Verfassung hat. Wie oft ist schon mal jemand hier in dieser Reihe in ein Trade gegangen und hat sich danach gedacht, oh, das was wird, wenn der Trade sich gegen einen entwickelt hat. Anders gesprochen, ich versuche das immer so zu machen, die Positionsgröße, die hat natürlich Auswirkungen auf die mentale Verfassung und beeinflusst auch unser Handeln. Das geht dann auf diese sogenannten kognitiven Verzerrungen zurück, die ich gestern im Vortrag vorgestellt hatte. Und zwar ist es nämlich so, man
Man stelle sich einfach mal vor, durch ein... Man stelle sich jetzt einfach mal vor, man hat das Glück, in Anführungsstrichen von einem entfernten Verwandten Geld zu erben. Sagen wir 500.000 Euro. Von heute auf morgen habe ich einfach 500.000 Euro auf meinem Konto. Ich habe sie geerbt. Und ich habe jetzt einen ganz klassischen Job. 9 to 5. Verdiene, sagen wir, 3.000 Euro netto als Angestellter. Und jetzt habe ich diese klassische Regel. Riskiere 1% deines Trading-Kapitals pro Trade. Das heißt, 500.000 Euro, ich gehe einen Trade ein mit 5.000 Euro Risiko. Jetzt bin ich auf der World of Trading, höre mir so ein paar Vorträge an und stelle fest, Daytrading ist genau meine Welt. Und dann gibt es da eine Strategie. Und diese Strategie, Sandra, die handelt ganz dumm gesprochen einfach die Markteröffnung im DAX. Und jetzt heißt das dann im Endeffekt, ich habe da eine Handelsspanne morgens rund um diese Markteröffnung, habe, sagen wir mal, ein Risiko von 50 Punkten. 5.000 Euro heißt, ich habe 100 Euro pro Punkt Gegenwert. 50 mal 100 sind 5.000 Euro. 5.000 Euro, 1% von 500.000. So. Nun kommt es zu diesem Signal. Der Markt bricht aus. Von mir aus auf der Oberseite läuft die ersten glücklicherweise 20 Punkte für mich. 30 Punkte. Bricht stark aus. DAX kommt ins Laufen. Ich habe jetzt innerhalb von 10 Minuten 100 Euro pro Punkt mal 30 verdient. Ein Monatsgehalt. 3.000 Euro. Da gehe ich normalerweise einen Monat für arbeiten und gebe mich mit. Also erstmal mache ich einen Job, der mir eventuell jetzt nicht so viel Spaß macht. Dann umgebe ich mich mit Leuten, die ich nicht ganz so mag. Lass mich von einem Chef anschnauzen, dem ich gerne mal die Meinung sagen würde. Das war das mal nett. Ja? Und auf der Kehrseite habe ich genau das innerhalb von 10 Minuten verdient. Das Interessante ist jetzt, dass dieser Handelsansatz auf die Markteröffnung aber bedarf, dass wir von diesen 50 Punkten initialen Risiko den Markt 100 Punkte für uns laufen lassen, damit der unterm Strich langfristig profitabel ist. Interessanterweise sage ich aber, ich kann den Markt, ich kann ja immer wieder einsteigen, das ist ja kein Problem. Und jetzt habe ich die drei innerhalb von wenigen Minuten, ich nehme die einfach jetzt mit und dann steige ich irgendwann wieder später ein. Das gleiche Konzept auf der Gegenseite, noch ein bisschen dramatischer. Der Markt ist dann noch nicht mal komplett ausgestoppt, sondern ist erstmal von dem Einstieg, kurzer Ausbruch, Fehlausbruch, klassisch, läuft wieder zurück in die Range, läuft 30 Punkte gegen ein. Wir haben noch 20 Punkte Luft auf der Unterseite, jetzt liege ich aber 3.000 Euro hinten, innerhalb weniger Minuten. Ich habe also innerhalb von, sagen wir, 10, 15 Minuten ein ganzes Monatsgehalt versenkt. Dass das mental mit mir etwas macht, steht außer Frage. Das wird niemand in Frage stellen. Ich werde davor sitzen und denken, ganz klassisch, ganz normal. Und genau das zeigt perfekt diese ganz natürliche menschliche Tendenz, getrieben von Emotionen, getrieben von meiner persönlichen Lage, so wie sie sich darstellt. Ich werde den Gewinn vorschnell mitnehmen, obwohl ich den eigentlich weiter laufen müsste, den Trade lassen, laufen sollte. Während ich dann bei dem Verlusttrade sage, noch ist er nicht ausgestoppt, aber der ist halt jetzt auch nur noch 20 Punkte vom Stock. Ich nehme den Stock mal raus und schiebe den mal ein bisschen weiter nach unten. Das bezeichnet man übrigens, dafür gibt es eine Bezeichnung, das nennt man Schattenstopp oder Alibi-Stopp. Schattenstopps, Alibi-Stopps oder Schatten noch besser. Ich versuche meinen eigenen Schatten zu fangen, den Stopp. Ich erreiche ihn aber nicht, ich schaffe es nicht, meinen Schatten zu fangen. Genauso versucht der Markt, diesen den Stopp im Grunde genommen zu holen, den er aber nicht bekommt, weil ich ihn immer weiter runterziehe und dann in diesem Hoffnungsmodus mich wiederfinde. Irgendwann wird der Markt schon drehen. Also das heißt, natürlich macht diese Positionsgröße, die für meine persönliche für meinen persönlichen Charakter einfach viel zu groß ist, sorgt dafür, dass ich eben Fehler mache. Das bedeutet also, etwas anders formuliert, wenn mich jemand fragt, was kann ich eigentlich machen, um nicht mehr so nervös beim Trading zu sein? Da gibt es eine relativ einfache Herangehensweise, reduziere die Positionsgröße. Also wenn ich nervös werde bei einem Trade, dann trade ich zu groß. In dem Moment, also nicht, dass einem das Geld egal sein sollte, nicht, dass man das falsch versteht, aber Fakt ist auf jeden Fall, es sollte immer tatsächlich das sein, was es ist, nämlich Risikokapital. Und zwar dahingehend, dass wenn ich das Geld auf den Tisch lege, es abgeschrieben habe, es ist weg. Mal gucken, wenn es mehr wird und ich kriege was zurück, super gut. Wenn nicht, ist es weg. Und genau so sollte man auch dann tatsächlich sein Trading grundsätzlich aufbauen. Das heißt, erstmal sich selber versuchen kennenzulernen, psychologisch, mental. Wer bin ich? Wie sieht meine Lebenssituation aus? Passt das zu mir als Person und dergleichen? Und ausgehend davon dann auch die handelnden Märkte zum Beispiel ab, Tasten abklopfen, die Risikoparameter festlegen und so weiter. So, lange Rede, kurzer Sinn.
Wir wollten uns ja eigentlich genau der Frage widmen, was ist denn jetzt die korrekte Positionsgröße? Und jetzt habe ich gerade eben im Grunde genommen gesagt, wir sollten die Positionsgröße reduzieren und werden das jetzt alles komplett wieder auf den Kopf stellen, weil es eigentlich tatsächlich jetzt um ein rein mathematisches Konzept geht. Rein mathematisches Konzept, wie wir die Positionsgröße bestimmen sollen. Dazu stellen wir uns zunächst mal die Frage, welche zwei Aspekte berücksichtigt denn die richtige Positionsgröße? Das sind zwei, nämlich erstens potenzielle Drawdowns, Kapitalkurvenrücksetzer, sollten möglichst klein gehalten werden. Also aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, nicht nur persönlich, ich, sondern auch Investoren finden es überhaupt nicht gut, wenn sie Geld verlieren. Welche Überraschung. Ja. So. Und das bedeutet etwas anders formuliert. Eine Kapitalkurve sollte steigen und sie sollte möglichst noch stabil steigen. Das heißt also, große Rücksetzer in dieser Kapitalkurve sind sowohl für mich persönlich als auch Investoren bei Fremdanlageformen, Fonds, Managed Accounts, was auch immer, sind etwas, was zu vermeiden gilt. Genau darauf ist die Positionsgröße abzustimmen. Das heißt, Kapitalrücksetzer möglichst klein halten, damit es im Anschluss nicht allzu lange dauert, neue Kapitalkurven hoch zu generieren. Da sind wir aber dann bei dem zweiten Aspekt. Wir möchten aber dennoch ein optimales Wachstum der Kapitalkurve haben. Also niemand tradet, um am Ende Sparbuchzins zu haben. Den kann ich auch bekommen, indem ich das Geld einfach zur Seite lege, mich dem Stress nicht aussetze und irgendwas anderes mit meiner Zeit anfange. Das heißt, ich möchte einerseits sehen, dass mein Kapital optimal wächst, zweitens aber eben auch, dass die Rücksetzer, wenn es denn mal natürlich zu einem Verlusttrade kommt, dass dieser Rücksetzer nicht zu groß ist oder die Serie der Verlusttrades nicht dazu führt, dass es zu große Rücksetzer in dieser Kapitalkurve gibt. Und was wir jetzt machen wollen ist, normalerweise widmet man sich ja grundsätzlich eigentlich der Frage, wie kann ich eins erreichen? Denn es gibt ja diesen grünen Ausspruch und davon bin ich auch übrigens ein großer Freund. Eigentlich ist das ein total kontraintuitiver Vortrag, den ich gerade halte. Ich bin jemand, der sagt, kümmere dich um deine Verluste, da kümmert sich deine Gewinner um sich selbst. Denn anders formuliert, wenn ich mich nicht um meine Verluste kümmere, die ufern aus und mein Konto ist stark dezimiert bis platt, dann habe ich kein Kapital mehr, ausgehend von welchem ich das Geld zurückverdienen kann, um denn dann eine positive Rendite zu generieren. Ergo, wenn du dich um die Verluste gekümmert hast, kommen die Gewinner von ganz allein. So, aber nichtsdestotrotz widmen wir uns heute nicht der 1, sondern wir konzentrieren uns zunächst auf 2. Ich kann aber dann am Ende doch nicht so richtig und werde nichtsdestotrotz versuchen, eine Brücke zu schlagen, wie man 1 irgendwie dennoch unterbringen kann. In dem Zusammenhang stelle ich vor, das sogenannte Kelly-Kriterium. Kelly war ein unfassbar smarter Mann und Mathematiker und hat sich ganz logischerweise irgendwann die Frage gestellt, wie kann ich eigentlich meine mathematischen Kenntnisse, mein mathematisches Talent nutzen, um damit Geld zu verdienen? Und das war in den 50er, 60er Jahren. Er hat dann angefangen zu spielen, also sprich Blackjack, Roulette beispielsweise. Und das Interessante ist, John Kelly und ein sogenannter Edward Thorpe, die sind gut befreundet gewesen. Edward Thorpe, den kennt der ein oder andere vielleicht, ist auch ein unfassbar erfolgreicher Trader, der mit dem Ansatz gearbeitet hat, nämlich Statistical Arbitrage heißt das. Also das heißt, Ed Thorpe hat Folgendes gemacht. Er hat sich ausgehend von den damals noch relativ jungen Erkenntnissen rund um die sogenannte Black-Scholes-Formel, Optionshandel, hat er sich angeschaut, sind diese Optionen eigentlich fair bewertet? Und er hat dann festgestellt, wenn sie es nicht sind, wettet, also sie sind unterbewertet, kaufe diese Option und verkaufe entsprechend das überbewertete Pendant dazu. Und dadurch hat er im Grunde genommen so eine Art Pair-Trading. Das ist wie so ein, man kann sich das vorstellen, das sind zwei Graphen, die dann irgendwann zusammenlaufen, also konvergieren wieder. Und was der dann gemacht hat, ist, er hat sich natürlich die Frage gestellt, weil diese Differenzen, die waren ja nicht besonders groß. Es waren ja kleine Vorteile, die man identifiziert hat, kleine Ineffizienzen. Und aus diesen kleinen Ineffizienzen kannst du nur mit einem sehr aggressiven Handel dann wirklich eine über Marktniveau liegende Rendite erzielen. Und dafür gilt es, eine Positionsgröße zu bestimmen. Und Kelly hat die Formel dafür geliefert. Das sogenannte Kelly-Kriterium. Zunächst haben die interessanterweise allerdings nicht angefangen mit dem Börsenhandel oder Optionshandel, Trading, sondern die sind zunächst einmal nach Las Vegas gegangen oder auch Atlanta und haben dort im Blackjack und auch im Zusammenhang mit Roulette übrigens Ideen formuliert, Casinos ausnehmen kann. Also dieser Film 21, den hat vielleicht schon mal jemand gesehen, dieses Kartenzählen, das geht im Kern so ein bisschen zurück auf Ed Thorpe, wurde dann nochmal durch dieses MIT-Team, welches ja diese Geschichte da in 21 im Grunde genommen dann führt oder spielt, wurde das nochmal perfektioniert.
Die haben bereits in den 60er Jahren damit angefangen. Das Problem war jetzt nur, Casinos finden es nicht so cool, wenn du ihnen das Geld wegnimmst. Und Thorpe war ziemlich gut da drin. Denn das ist nämlich keine mathematische Meisterleistung, Karten zu zählen oder entsprechend optimale Positionsgrößen zu berechnen. Das ist relativ trivial tatsächlich sogar. Das sieht nur immer so aus, als wenn es unglaublich komplex wäre, war es aber tatsächlich nicht. Casinos haben ihn dann aber rausgeschmissen. Also das heißt, so sagt er jedenfalls, ob die da jemals gewalttätig wurden, weiß man nicht so ganz. Aber auf jeden Fall waren die not amused, die waren nicht erfreut darüber. Und dann hat sich Thorpe gesagt, gut, die Casinos hier in Las Vegas, Atlanta wollen uns nicht. Dann gehe ich eben in das größte Casino der Welt, gehe ich an die Wall Street und versuche da mein Glück. Also es ist tatsächlich so passiert. Und daraus hat sich dann dieser Statistical Arbitrage-Ansatz eben entsprechend entwickelt. Und er hat dann angefangen, das im Trading anzuwenden. So, und das ist die kleine Geschichte dahinter. Kelly beantwortet jetzt tatsächlich genau diese Frage nach dem optimalen Kapitalkurvenwachstum. Also was muss ich tun, damit die Kapitalkurve möglichst optimal steigt? Guckt aber auch nicht darauf, was passiert bei Drawdowns. Also das heißt, das ist klassisch mathematisch, akademisch. Die tun einfach so, als wenn es so etwas wie mentale Instabilitäten nicht gäbe. Das ist ungefähr, Volkswirte machen das auch so. Die haben dann super coole Modelle und stellen dann fest, dass die Welt nicht normal verteilt ist. Das führt dann dazu, dass zum Beispiel Investmentbanken wie Lehman Brothers plötzlich kollabieren. Ja? Aber bis dahin hat es relativ gut funktioniert. Wenn sich die Welt aber dann irgendwann eben nicht mehr so verhält, wie es die Theorie vorhersagt. Und genau das Gleiche ist auch in diesem Fall eigentlich das Problem. Deswegen gilt es, Kelly zu modifizieren. Es wird nicht helfen, zu sagen, ich handle einfach Kelly und tue so, oder weiß, es funktioniert, und tue so, als wenn mich das mental nicht anfassen würde. Das wissen die. Positionsgröße wird uns mental beeinflussen. Und jetzt habe ich hier das sehr, sehr interessant aufgemacht. Das wird man feststellen. Das ist die ursprüngliche Kelly-Formel. Punktrechnung geht vor Strichrechnung. Das heißt 2 mal P und dann minus 1. Und ich habe auch drunter geschrieben, was oder wofür diese Buchstaben stehen. F ist hierbei relativ einfach. Der Anteil, den ich pro Position riskieren sollte, in Prozent. Und P ist dann entsprechend die Trefferquote meines Ansatzes. Man erkennt schon hier, das kann nicht funktionieren. Also zumindest nicht unangepasst oder für unsere Trading-Bedürfnisse angepasst. Denn unser Trading wird ja nicht nur durch die Trefferquote bestimmt, sondern auch durch das Verhältnis durchschnittlicher Gewinner zu durchschnittlichen Verlusten, sogenannte Payoff-Ratio. Das heißt, ich kann ja eine Trefferquote haben von, sagen wir mal, 40% und kann aber immer noch profitabel sein, wenn das Auszahlungsverhältnis zum Beispiel 2:1 ist im Schnitt. Dann habe ich unterm Strich immer noch verdient. Jetzt machen wir mal folgendes Experiment. Wenn ich jetzt hier 40% einsetze, also 0,4, dann habe ich 2 mal 0,4, das ist 0,8, und ziehe davon 1 ab. Dann sind das minus 0,2. Ich kann nicht minus 0,2 riskieren, das geht nicht. Das bedeutet, anders formuliert, ich habe keinen Vorteil ausgehend von der Trefferquote und sollte Kelly nicht anwenden. Aber ich habe gerade ja gesagt, es gibt ja die Möglichkeit, mit Kelly zu arbeiten, auch wenn der Handelsansatz nur eine Trefferquote von 40% hat, aber das Auszahlungsverhältnis stimmt. Dahingehend müssen wir das also anpassen. Ich nehme das aber schon mal vorweg, bevor ich es mich vergesse, weil das passiert mir öfters, dass ich nämlich dann an der Stelle nicht dran denke, das nochmal kurz darzulegen, was man auf jeden Fall von Kelly mitnehmen sollte. Das kommt dann später zur Zusammenfassung. Hier ist jetzt mal das Beispiel. Ich habe einfach mal ein hypothetisches Handelssystem genommen, 60% Trefferquote, und dann sagt Kelly im Großen und Ganzen, das optimale Kapitalkurvenwachstum mit einem Risiko pro Position wird von F gleich 20% erreicht. Ich fasse das zusammen. Kelly sagt mir an der Stelle jetzt, riskiere 20% deines Trading-Kapitals. Funktioniert. Kann man ausrechnen. Das Interessante ist nämlich jetzt, jetzt kommt das Risk of Ruin, nämlich das Risiko mal kurz zu gehen, mal angenommen, und im Falle von 60% sind das immerhin 40% Gegenwahrscheinlichkeit, dass der Trade nicht aufgeht. Die 20% sind weg. Dann muss man natürlich entsprechend das anpassen in dem nächsten Fall, nämlich ausgehend von einer reduzierten Positionsgröße und natürlich auch ergänzend, ganz wichtig,
man muss natürlich auch das zur Verfügung stehende Trading-Kapital reduzieren. Also das heißt, man hat etwas, das nennt man, wissen alle, was eine Asymptote ist? Also das ist eine Linie und der nähert sich im Grunde genommen so eine Linie und ins Unendliche an, erreicht die aber nie. Und das resultiert eben aus der Tatsache, dass natürlich mein Trading-Kapital weiter verfügbar ist. Und das bedeutet, etwas anders formuliert, dass Kelly sagt, das kann ja nicht erreicht werden, wenn ich entsprechend immer hier das Risiko auf das dann zur Verfügung stehende Trading-Kapital anwende. Kelly hat recht, als Mathematiker, die haben immer recht. Also, wenn sie nicht recht haben, dann sagen sie es auch. So, und also F gleich 20%. Jetzt brauchen wir nicht besonders viel weitermachen. 20% pro Position zu riskieren ist inadäquat. Kann mal ganz spaßig sein, aber sollte man auf jeden Fall nicht unbedingt langfristig versuchen anzustreben. Und nichtsdestotrotz, bevor wir dazu jetzt kommen, wie wir das Problem mit der doch etwas sehr aggressiven Positionsgröße in den Griff bekommen, müssen wir erstmal die Anpassung vornehmen und eine Modifikation vornehmen. Also die modifizierte Kelly-Formel, das offensichtliche Problem, wird hier geschildert, hat es schon gesagt, es wird nicht das Payoff-Ratio mit einbezogen. Wenn ich nach der Ursprungs-Kelly-Formel gehe, 40%, schaffe ich es nicht, nach Kelly zu wetten, weil 40% eine negative Positionsgröße gibt. Kann ich nicht riskieren. Also muss ich, weil es dennoch möglich ist, profitabel zu sein, trotz einer Trefferquote kleiner, 50%, muss ich entsprechend dieses Payoff-Ratio mit einfließen lassen. Und das gelingt mir hier durch. In dem Fall ist es so, guck mal kurz. Okay, also wir wissen weiterhin, dass F unser zu riskierendes Kapital ist. Wir haben die Trefferquote unseres Ansatzes und davon ziehen wir dann ab die Verlustquote, die wir durch dieses Auszahlungsverhältnis teilen. Und dann erhalten wir nämlich... So. Dann machen wir mal Folgendes, dann arbeiten wir jetzt mal mit einem System, hypothetisch wieder, mit einer Trefferquote von 40%. Und dann sagen wir, unser Auszahlungsverhältnis ist 3:1. Das heißt, für jeden Euro, den wir durchschnittlich verlieren, verdienen wir im Schnitt 3 Euro. Das ist phänomenal gut. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das ist richtig gut. Nichtsdestotrotz, also demnach stellt sich die Frage, ist das realistisch erreichbar? Was ich sagen würde, unter bestimmten Voraussetzungen schon. Wir wollen es aber jetzt an dieser Stelle nutzen, um dieses Beispiel besser zu illustrieren. Und dann ist es so, dass Kelly auch hier in diesem Fall zum Beispiel sagt, wir riskieren 20%. Trotz einer Trefferquote kleiner 50%, also nur von 40. Wenn wir diese ganzen Parameter einsetzen, erhalten wir 0,4 minus 0,6 durch 3. 0,6 durch 3 ist 0,2. 0,4 minus 0,2 ist 20%. So. Ganz besonders hier wird man jetzt allerdings feststellen, wenn es uns schon schwer gefallen ist, bei dem ersten Beispiel 20% unseres Kapitals bei einer Trefferquote von nur, in Anführungsstrichen, 60% zu riskieren, dann ist es das erst recht bei einer Trefferquote von 40%. Natürlich habe ich, wenn es ein Treffer wird, eine phänomenale Auszahlung und einen riesen Kapitalkurvenzuwachs. Denn ich verdiene ja in diesem Moment quasi 60% meines Kapitals. Wenn ich 10.000 Euro habe, 20%, also 2.000 Euro riskiere und dann das Dreifache im Schnitt verdiene, dann habe ich 6.000 Euro oder 60% verdient. Das ist phänomenal gut und ich habe eine Rendite, die, sagen wir mal, leicht über dem Marktdurchschnitt liegt. Nichtsdestotrotz habe ich eben auch 60% der Fälle, in denen das nicht aufgeht. Das heißt, unser Konto eben um 20% reduziert wird. Und genau das gilt es jetzt zu attackieren, dieses Problem. Und in dem Zusammenhang kommen wir hierzu. Die Folie, die wir gerade gehabt haben, die wollen wir mal überspringen. Das ist eine Monte-Carlo-Simulation, bei der es darum geht, die zwei Grafiken zu überlagern. Also das heißt mal zu sehen, wie stark der Kapitalquotenzuwachs ist. Wir wollen es aber nicht ausufern lassen tatsächlich. Wir wollen es jetzt erstmal auf diese Anpassung der Positionsgröße via Kelly eben finden. Und in dem Zusammenhang habe ich jetzt Folgendes gemacht. Achso, vielleicht, wir können die Grafik doch zeigen, eigentlich warum nicht. Und zwar, ich habe jetzt hierbei Folgendes gemacht. Also einfach, um das mal zu illustrieren, ich habe jetzt nochmal ein anderes Beispiel genutzt, nochmal mit einer schlechteren Trefferquote, und zwar jetzt nur noch von 30%, aber eben eine Payoff-Ratio von 3:1.
Das könnte man fast schon so sehen als ein klassisches Auszahlungsprofil für einen Trendfolgeansatz. Trendfolgeansätze, also es gibt eine Hochrechnung, bei der könnte man sagen, Trendmärkte, 30% der Fälle und 70% der Märkte oder der Fälle haben wir eigentlich nur eine Seitwärtsgeschiebe. Also das heißt keine wirkliche Trendstruktur. Und jetzt ist es eben so, man kann Folgendes machen. Man kann mit diesen Zahlen ein bisschen spielen, um sich eine Idee zu verschaffen, was ich erwarten kann. Warum ist das wichtig? Weil viele einfach gar keine wirkliche Vorstellung haben davon, was ein realistisches Ziel im Trading sein sollte. Also in der Tat habe ich in dem Buch, ich weiß gar nicht, gibt es hier irgendwo ein Ziel? Irgendwo? Irgendwo liegen hier auch irgendwelche Visitenkarten. Und zwar mit einer Webseite zum Buch. Liegen die da drunter? Ja, geben Sie die doch einfach mal rum. Monte Carlo Simulation ist nämlich, also geben Sie einfach den ganzen Stapel rum. Monte Carlo Simulationen sind nämlich ganz spannend eigentlich und relativ einfach, wenn auch relativ trocken, nur gibt es keine wirklich guten Rechner dafür. Und ich hatte mir jetzt überlegt, nachdem ich das Buch geschrieben habe, dachte ich mir so, wenn ich das jetzt lese, dann habe ich zwar die ganze Theorie und ist wunderbar, aber ich würde natürlich auch gerne mal sehen, wie das in der Praxis funktioniert, also wie sich die Kapitalkurven eben verhalten. Und da kann man auf der Webseite einen gratis Monte Carlo Simulator testen. Also ist alles kostenlos auf der Webseite. Einfach, ich gebe einem Gewinntrade eine 1 und einem Verlusttrade eine 0. So, und wenn ich jetzt eine verschiedene Anordnung von 1 und 0 habe, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, diese Kurven eben zu entsprechend generieren. Das heißt, ich habe verschiedene mögliche Drawdowns, abhängig davon, wie viele Verluste zum Beispiel in Folge aufgetreten sind. Und daraus resultiert das eigentlich. Ich habe nichts anderes gemacht, als gesagt, ich verdiene im Schnitt dreimal so viel, wie als wenn ich verliere. Und dann habe ich eben eine verschiedene Anordnung von Einsen und Nullen mit einer Trefferquote von 30%. Also 30% von 10 Fällen zum Beispiel tritt eine 1 auf, also 3 von diesen 10 Fällen. So, und das Ding lasse ich dann einfach durch Excel durchlaufen, dann gibt es eine schöne Kurve. Die sieht jedes Mal auch anders aus. Jedes Mal, wenn ich die Simulation neu starte, ist die Anordnung unterschiedlich und somit ist auch entsprechend die Kapitalkurve unterschiedlich. Diese Anordnung möchte ich jetzt nutzen, um Kelly anzupassen, nämlich hinsichtlich eben unseres zu riskierenden Kapitals von 7%. Bei der Grafik, die ich gerade gezeigt habe, war es 1%, die wir pro Trade riskiert haben. In dem Fall nutzen wir jetzt erstmal Kelly und stellen fest, wenn wir diese Trefferquote, Verlustquote und auch das Auszahlungsverhältnis eingeben, dann sollten wir pro Trade 7% riskieren. Das ist schon deutlich weniger als die 20%, die wir initial hatten bei unserem Beispiel. Auch bei einer Trefferquote von 30%, etwas, was uns wahrscheinlich mental durchaus fordern dürfte, muss man ganz nett so formulieren. Und jetzt gibt es Möglichkeiten eben, hier Anpassungen vorzunehmen. Wir gehen in dem Fall davon aus, dass wir ein 10.000-Euro-Konto traden und darauf dann eben entsprechend 7% riskieren sollen, das heißt also 700 Euro. Jetzt, das hatten wir schon, dass es ein bisschen zu groß ist. Jetzt gibt es eine ganz interessante Herangehensweise. Die wird übrigens auch von diesem Erfolg beschrieben, auch in einem dieser Magier der Märkte Bücher. Es gibt von Schwager auch hier ein Buch namens Magier der Märkte oder Hedge Fund Market Wizards. Und da ist er thematisiert und hat seine Geschichte auch nochmal etwas geschildert und hat dann auch Kelly vorgestellt, wie er das eben entsprechend kapitalisiert hat und vor allem, welche Schritte er gegangen ist, um erstmal diese Volatilität und diese starken Schwankungen der Kapitalgruppe, die daraus resultieren, aus dieser aggressiven Wettgröße, um diese in den Griff zu bekommen. Und er hat dann gesagt, wir können unser Konto im erweiterten Sinne einfach halbieren, welches wir traden. Und daraus resultiert dann folglich, dass wenn wir jetzt statt einem 10.000-Euro-Konto, was uns zur Verfügung steht, sagen, ihr handelt aber nur 5.000 Euro dieses Kontos mit Kelly, dann werden aus den 7% ja plötzlich 3,5%. Logischerweise. Und das Interessante ist, dass wir jetzt zwar nicht mehr die sogenannte optimale Kelly-Kapitalkurvenentwicklung bekommen, aber wir bekommen immer noch 75% von diesem optimalen Kapitalkurvenzuwachs, bei aber nur noch der Hälfte der Volatilität in der Kapitalkurve. Also das heißt, wo vorher ein Drawdown von, sagen wir, 40% war, ist durch diesen einfachen Schritt im Schnitt ein Drawdown von 20% geworden. Und wir haben immer noch 75% optimales Kapitalkurvenzuwachs. Ist aber immer noch zu viel. 3,5% sind immer noch sehr aggressiv. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was mache ich in meinem Trading, wenn ich diesen Algo eben, diesen Positionskurs, den Algorithmus anwende?
Man kann ein weiteres mathematisches Konzept anwenden. Man kann nämlich die Wurzel aus diesem Ergebnis ziehen. Das heißt also, um diese Kapitalkurve weiter zu glätten, ich bin auf die Idee gekommen, morgens beim Frühstück sitzen, guckte so aus dem Fenster und musste mich an eine Geschichte erinnern aus dem Physik-Leistungskurs. Da hatten wir so eine kleine, sehr energische Leistungskurslehrerin. Die war super motiviert und die hat immer auf alles irgendwelche Ausgleichsgraden gelegt. Ja? Also das war, der Mathe hatte also aus einem Experiment, hatte man irgendwelche Punkte in einem Diagramm und dann hat sie gesagt, so, jetzt rechnen wir einfach eine Gerade dadurch. Was genau das jetzt wirklich dann langfristig für einen Effekt haben sollte, diese Annäherung, ich weiß es nicht, ob das jetzt wirklich so erfolgsversprechend war, aber was mir in dem Moment durch den Kopf ging, warum auch immer, wie ich die Brücke geschlagen habe, weil wenn ich jetzt eine Wurzel ziehe aus diesem Ergebnis, dann kriege ich weitere Glättung der Kapitalkurve dadurch hin, dass ich nicht so viel riskiere pro Trade. Und das bedeutet, ich nehme dann diese 3,5%, ziehe eben eine Wurzel raus und habe dann noch 1,8% Risiko pro Trade. Das ist aber schon signifikant mehr offensichtlich als das, was man in der gemeingültigen Bücher-, Börsenliteratur eben tatsächlich vorgetragen bekommt, denn das heißt, riskiere maximal 1% deines Kapitals. Denn dieses 1% kann inadäquat sein. Also zum einen für jemanden, der risikoavers ist, jemand, der sagt, ich kann eigentlich mit 1% Risiko nicht wirklich gut arbeiten, ich möchte 0,5% maximal pro Trade riskieren. Es kann aber auch sein, dass es inadäquat ist für jemanden, der echten Vorteil in seinem Trading hat. Also wenn jemand ein Handelssystem hat, mit einer Trefferquote von 60-70% vielleicht und hat wirklich ein Auszahlungsverhältnis mit 2:1, dann hat er einen enormen Mega-Vorteil in seinem Trading. Und dann macht es keinen Sinn, 1% seines Trading-Kapitals zu riskieren. Warum? Und das ist relativ einfach, weil er dann einfach zu wenig Geld aus dem Markt zieht für den Vorteil, den er hat. Und genau deswegen sollte er mehr als das 1% riskieren. Deswegen sind auch so Pauschaltipps wie riskiere maximal 1% deines Trading-Kapitals in meinen Augen nicht gut. Genauso wie gestern auch, als ich sagte, Emotionen im Trading. Wenn man Vorträge hört, lasse keine Emotionen in deinem Trading zu. Das ist nachvollziehbar, aber eben auch nicht ganz richtig, weil ich brauche einfach ein bestimmtes, im Englischen heißt das Arousal. Ich brauche eine bestimmte Erregung. Ich muss ein Kitzel spüren, um etwas zu tun. Wenn ich morgens aus dem Bett rolle, ja, so rauskippe und dann mich irgendwie so ins Büro schleppe oder an mein Trading-Desk ziehe, ja, und irgendwie in schlapper Jogginghose sitze, ja, dann kommt einfach mal, zumindest bei mir, nicht so wirklich ein Trading-Feeling auf. Das ist kein Arbeiten, sondern das ist eher so, ja, guck mal, was da mehr so rauskommt. Und demnach sollte man das nicht unterschätzen. Diese Emotionen im Trading sind in der Tat wichtig, bis zu einem gewissen Punkt. Und natürlich gilt es ganz besonders, jene zu fördern, die ein positives Ergebnis auf Trading haben und jene zu reduzieren, die negative Auswirkungen haben. Alles in allem zeigt das aber schon bereits, dass es nicht ausreicht zu sagen, Emotionen im Trading sind per se was Schlechtes. So, also zurück zu der Positionskurse. 1,8% Risiko pro Trade. Und jetzt habe ich Folgendes gemacht. In der nächsten Grafik habe ich jetzt beide Grafiken übereinander gelegt. Logischerweise wird sich jetzt was herausstellen? Nun, es wird sich zeigen, dass die rote Kurve wesentlich aggressiver, stärker steigt als die blaue. Also das war das Beispiel, wo ich in der blaufarbenen 1% pro Trade riskiert habe. Und was wir in der rotfarbenen sehen, ist eben entsprechend bei 1,8%, dass diese natürlich wesentlich größeren Bang liefern. Also ich verdiene wesentlich mehr Geld damit. Aber was sich auch zeigt, ist beispielsweise, dass man erkennen kann, dass die Kapitalkurvenrücksetzer hier zum Beispiel initial vom Anfang an, da sieht man, dass die rote Kurve ja relativ steil steigt. Gehen wir von dem 10.000-Euro-Konto aus, dann haben wir 30% gemacht, also 3.000 Euro verdient. Und dann kommt es zu einem zwischenzeitlichen Rücksetzer. Also von Trade 1 bis ungefähr Trade 50 ist es da oben, steigt der steil an. Wir haben 30% gemacht mit Kelly, dank Kelly. Dann sehen wir aber auch, dass über die nächsten 100 Trades es zu einem Rücksetzer in Richtung der Nulllinie kommt und erst hinten raus eigentlich das Momentum aufgenommen wird. Das bedeutet aber ebenfalls, dass ich von 13.000 Euro zurück auf 10.000 Euro gefallen bin und somit ein Drawdown von mehr als 20% in 100 Trades generiert habe. Was vorher zwar auch aufgetreten ist bei der blaufarbenen Kurve, aber natürlich ist der Kapitalkurvenrücksetzer dort im Bereich um 10% gewesen. Also man kann bereits sehen, dass offensichtlich durch die aggressive Positionsgröße, ja klar, die Rendite anzieht, aber eben auch der potenzielle Drawdown steigt. Aber nochmal, Kenny interessiert sich ja nicht für Drawdowns. Und das ist genau der Grund bei der ganzen Sache oder deswegen wir das hier an dieser Stelle machen. So, Zusammenfassung. Jetzt wird es interessant, glaube ich, weil der ein oder andere, der wird sich jetzt vielleicht so ein bisschen die Frage stellen, naja, Kelly, das hört sich ganz cool an, aber
es ist eigentlich zu aggressiv. Es ist zu theoretisch, es ist ein rein mathematisches Konzept. Es ist ganz nett gewesen, ein bisschen mit Zahlen rumgespielt. Du hast die Positionsgröße jetzt reduziert. Du hast Kelly, also das Risk of Ruin, hast du im Grunde genommen halbiert. Hast dadurch immer noch ein 75%iges optimales Kapitalkurvenzuwachs, bei nur noch der Hälfte der Volatilität. Dann gehst du her, ziehst eine Wurzel draus. Ja, ist wunderbar, kannst du machen. Nichtsdestotrotz ist das immer noch super aggressiv, so zu traden. Mach diesen Positionskursalgorithmus. Jetzt ist aber das Tolle bei Kelly, und das haben wir gerade in der Formel, wenn man diese auf sich wirken lässt, hat sie eine unglaublich tiefe Aussage. Sie sagt nämlich, trade nur dann, Kelly, wenn du eine Handelsstrategie hast, die einen Vorteil verspricht. Also das bedeutet, wenn ich in meinem Trading nicht ganz klar einen Vorteil identifiziert habe, keine Strategie, die einen positiven Erwartungswert hat, dann wird Kelly mir immer ein negatives Ergebnis auswerfen und dann wird Kelly sagen, trade nicht Kelly. Und somit trade auch nicht die Strategie. Denn langfristig verdienst du nicht damit. Ganz im Gegenteil, du verlierst sogar. Das ist nur eine Frage der Zeit, wann du dein selbstgesetztes sogenanntes Risk of Ruin, diesen maximalen Drawdown, erreicht haben wirst. Also das bedeutet, Kelly macht was ganz Tolles. Man wird sich zwangsläufig damit auseinandersetzen, weil man sagt, irgendwie war es imposant, trotzdem super aggressiv und wird im Schluss merken, okay, cool, es ist so, ich brauche offensichtlich eine profitable Handelsstrategie. Alleine deswegen lohnt es sich, mit diesem Kriterium auseinanderzusetzen. Nichtsdestotrotz, nochmal ganz wichtig, dadurch, dass wir im FX-Bereich, im CFD-Bereich mit einem Hebel agieren und Kelly den Drawdown ausblendet, besteht ein enorm großes Risiko, dass wir es sogar schaffen, selbst wenn wir einen Vorteil haben in unserem Trading, durch diesen aggressiven Positionskursalgorithmus unser Konto vor die Wand zu fahren. Das sollten wir natürlich unter allen Umständen vermeiden. Nichtsdestotrotz ist dieses Risiko definitiv gegeben. Und demnach stellt sich natürlich jetzt die Frage, ja, was sollten wir denn tun? Mögliche Lösung? Wir könnten einfach sagen, wir splitten unser Handelskapital auf. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein 10.000-Euro-Konto und von diesen 10.000 Euro nehmen wir einfach 8.000 Euro, die handeln wir konservativ. Das heißt, mit einem Risiko, sagen wir, zwischen 0,5 bis 0,8% pro Trade. Und die übrigen 20%, also 2.000 Euro, die handeln wir aggressiv mit Kelly. Also so aggressiv, wie ich das jetzt schon runter aggressiviert habe, so sage ich mal. Ja, also nicht mit 20% riskieren, sondern eben zu sagen, okay, ich riskiere dann pro Trade 1,8% beispielsweise. Das wäre eine Möglichkeit, um eben entsprechend mit Kelly einen Vorteil für sich aus dem Trading zu ziehen und dann auf diesen Kelly gehandelten Teil als eine Art Performance Booster zu nehmen. Oder vielleicht sogar nochmal ergänzend dazu als Performance Booster, als Risikokapital, was ich noch eher bereit bin zu verlieren. So kann man es vielleicht ganz gut unterstreichen. Vielleicht, man könnte auch, da fällt mir gerade ein, man könnte auch Folgendes machen, wenn man jetzt zum Beispiel schon ein sehr gutes Jahr hatte, offensichtlich die Handelsstrategien, die man tradet, mit dem Markt sehr, sehr gut korrespondieren, dann könnte man ja auch Folgendes machen, man könnte beispielsweise sagen, okay, ich handle bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu einem Erreichen einer bestimmten Performance für das Jahr, konservativ und nehme dann einen Teil meines Kapitals, ausgehend von meinem bereits verdienten Geld, welchen ich mit Kelly trade, um dann vielleicht nochmal diesen bereits bestehenden Trend einer guten Performance, weil eben der Markt gut mit den Handelsstrategien korrespondiert, um diese nochmal etwas stärker auszuleben. Ja? Okay. Das letzte habe ich schon bereits gesagt. Kelly unterstreicht, dass das Handeln einer profitablen, also einen positiven Erwartungswert versprechenden Handelsstrategie essentiell ist oder plump. Hast du keine Edge im Trading, handel nicht mit Kelly. Das sollen die letzten Worte meiner Sicht sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.